Hallo, liebe Zuschauer, willkommen zurück zur Chroma Squad LP Movies mit unserer Truppe, die wir zusammengestellt haben. Wer beim vielleicht jetzt zum ersten Mal einschaltet, haben wir den Venom als Anführer, Perudo, Pink Cap, Master of Survival und Mr. Guru. Aber zunächst einmal, bevor wir Staffel 1, Folge 1 drehen, lesen wir unsere E-Mail, die wir hier haben, Requisiten etc. Hallihallo, wie geht es euch? Ich heiße Hermes Barretto und bin professioneller Hersteller von Requisiten für Film und Fernsehen. Einige meiner Produkte bieten sogar spezielle Boni. Besucht unbedingt meinen Shop, indem ihr auf die Schaltfläche links klickt. Viel Spaß! Das werden wir auch direkt mal tun. Ab in den Shop. Denn wir müssen unsere Kämpfer ausrüsten. Auch wenn das wird nicht reichen vom Geld her. Wir können jetzt also nicht jeden Kämpfer am Anfang ausrüsten. Werden wir erst einmal den Mr. Venom mit Wanderstiefel ausrüsten. Level 1, ganz normal, Common Gegenstand. Geht aber immer plus 15 Gesundheit. Direkt kaufen und ausrüsten. Dann noch Handschuhe, Paintball-Handschuhe. Wenigstens sind sie griffig, auch Level 1. Ausrüsten, was haben wir hier für einen Anzug? Gepolsterter Anzug, okay, mehr Gesundheit und mehr Fähigkeitenregeneration. Die werden wir auch ausrüsten. Vielleicht noch eine Waffe dazu. Spielzeugpistole verringert den Angriffswert. Das sehen wir hier schön. Tja, geben wir ihm mal ein Spielzeugschwert. Kaufen und ausrüsten. Dann den Perudo. Der konnte, glaube ich, besonders gut mit einer Pistole umgehen, oder? Da gehe ich nochmal zurück und gehe in die Schauspielerfähigkeiten rein. War das nicht? Ach so. Nee, Moment mal. Irgendeiner konnte gut mit Pistolen umgehen. Sie kann mit jeder Waffe umgehen, also Master of Survival. Oder hat sich diese Person gar nicht genommen, die gut mit Pistolen umgehen konnte? Das war, glaube ich, so, oder? Vielleicht können wir nochmal ganz kurz hier vorlesen, was hier steht. Der Anführer an sich führt dein Team an, übernimmt Verantwortung für die Gruppe und handelt stets ehrenhaft, beschützt und inspiriert die anderen im Team. Der Techniker, das erfinderischste Mitglied des Teams, vereint die Verwendung von Objekten und Waffen mit überdurchschnittlicher Intelligenz, spezialisiert auf Fernkampf durch Fähigkeiten. Der Helfer, Pinkab in unserer Gruppe, ist stets für alle im Team da, immer optimistisch und hält das Team in schwierigen Momenten zusammen, spezialisiert auf Heilung und Bogenschießen. Sehr schön, Heiler braucht man nämlich auf jeden Fall. Der Kämpfer in unserer Gruppe, Master of Survival, trägt rohe Kraft zu deiner Teamstrategie bei, teilt den meisten Schaden aus, lässt Sachen explodieren und schwingt eine riesige Axt. Okay. Und Mr. Guru, unser Speer, ein wendiger Akrobat und raufgängerischer Krieger, der schnell und elegant kämpft, auf schnelle Bewegung und das Betäuben von Feinden spezialisiert. Also wir haben niemanden dabei, der besonders mit der Pistole umgehen konnte. Hatte ich jetzt irgendwie gedacht, das wäre so. Schauen wir mal kurz den Master of Survival, dass der Schuhe kriegt. Ja, erhöht auch seine Gesundheit, natürlich. Handschuhe und welchen Anzug? Ich würde sagen, den Anzug, oder? Klar. Erhöht die Gesundheit und die Fähigkeitenregeneration. Kann mit jeder Waffe umgehen, hat es ja gesagt. Sehr schön. Pistole. Ja, auch ihr geben wir ein Schwert. Oder? Ja, das passt. Wie Kohle habe ich noch? 330. Dann eventuell noch den Perudo ausrüsten. Der kann auch gut mit dem Schwert umgehen. Und vielleicht zuerst noch einen Anzug kaufen. Naja, für Schuhe und Handschuhe reicht es nicht mehr. Geben wir ihn erstmal Handschuhe, oder? Genau, damit haben wir schon mal drei relativ gut ausgerüstet. Mehr Kohle haben wir nun mal nicht. Obwohl, ich könnte den Pink Cap zumindest noch Schuhe kaufen. Für eine Waffe reicht es nicht, aber für Schuhe reicht es. Wir haben auch noch $45, 35 können wir ausgeben, das passt schon. Hat Pink Cap wenigstens ein paar Handschuhe an. Hier sehen wir eine kleine Übersicht hier. Schauspielergehälter, Marketing, okay, sonstiges. Das passt schon. Je mehr Zuschauer man hat, desto mehr Kohle bekommt man, glaube ich. Kurz ins Studio reingehen, das werde ich natürlich mit der Zeit auch upgraden. Kann man Verbesserungen kaufen, zum Beispiel eine bessere Kamera, wodurch man mehr Zuschauer bekommt. Und so weiter und so fort. Größeres Studio, okay, das brauchen wir jetzt sowieso noch nicht. Sieht besser aus, schalte Verbesserung mittleren Levels frei. Ja, $1000 haben wir nicht. Haben wir nicht. Die Werkbank gibt uns eine Fertigkeitsrate von plus 25, weil wir können nämlich nachher auch hier selbst Gegenstände herstellen. Studio Optionen, ach, hier können wir nochmal alles umbenennen. Bleiben wir bei Chroma Squad, oder? Der Name Chroma Squad, Verwandlung Chromatize, der Verwandlungsspruch Lights, Camera, Chromatize, da wird mir jetzt eh nichts anderes
einfallen. Der Mecha heißt eigentlich Mecha oder Mecha? Den haben wir noch nicht, kriegen wir erst später. Lassen wir auch einfach den Namen so. Das lassen wir einfach mal so auf den Namen. So, ich würde sagen, wir nehmen unsere erste Folge auf, oder? Ja, sieht gut aus. Machen wir das. Wähle Folge zum Dreh aus. Kann ich jetzt noch nichts auswählen. Erste Folge, die Pilotfolge für deine eigene Serie. Heute kümmert sich LP Movies um eine neue Bedrohung in der Nähe eines Labors, die in der Nähe eines Labors erschienen ist. Maximal Zuschauer 2800, das Lagerhaus des Onkels von Perula. Gut. Regieanweisung für den ersten Teil der Folge, 3 Akrobatikmanöver und jeden Helden über 50% Gesundheit halten. Okay, und danach den Bosskampf, den Boss mit dem Finishing Move besiegen und alle Schergen vorher angreifen und besiegen. Okay. Staffel 1, Folge 1. Wow, unsere erste Folge, das wird super. Wie wäre es, wenn es in der ersten Folge um ein paar Monster geht, die ein Labor ausrauben? Und dann verprügle ich sie alle. Ja, super, aber warte mal, wir brauchen einen Erzähler. Warte noch mit der Action. Es war mal eine Gruppe von Helden. Was meinst du, Venom? So fängt doch jede gute Geschichte an. Nicht schlecht, aber falsch geschrieben, oder? Es war mal? Ach, der Typ, der uns die Erzählersoftware verkauft hat, meinte, sie hat ein paar Eigenheiten. Wir sollten es wenigstens so lassen. Wir sollten es einfach so lassen. Diese mächtigen Teenager sind die letzte Hoffnung der Menschheit. Ihre erste Aufgabe besteht darin, ein Labor vor einem bösen Monster zu beschützen. Sind die Schergen nicht etwas spät dran? Wo sind sie hin, Mr. Guru? Weiß nicht, Venom. Die sollten sich beeilen. Was meinst du, Pinkhead? Bestimmt ziehen sie sich gerade an. Keine Sorge. Lasst uns einfach Spaß haben. Ah, da sind sie ja. Da müssen wir nachher noch viel schneiden, Perudo. Action! Lauter Lärm. Also, da wollen wir mal. Ja, macht noch mehr Gegner. Hi, Leute. Bereit für die Action. Regieanweisung, das haben wir gerade schon gesehen. 3 Akrobatikmanöver und jeden Helden über 50% Gesundheit halten. Noch können wir uns nicht verwandeln. Das geht danach hier über diesen Chromatize-Button. Du kümmerst dich mal bitte um ihn hier. Nussknacker. Schwacher Nussknacker. Okay. Da haben wir es gesehen. Klebeband dazu bekommen. So kommt man dann halt an Rohstoffe, um nachher Waffen oder Ausrüstungsgegenstände zu craften. Dann geh du mal dahin. Einmal auf Teamwork gehen. Und du lässt die bitte da einschmeißen. Dann haben wir schon mal ein Teamwork-Manöver ausgeführt. Genau, hier oben. 1, 2, 3. Und angreifen bitte. Zack. Platt. Ja, macht da nicht so einen Unsinn. Schön über 50% bleiben. Mal sehen, ob wir das schaffen. Jetzt kommen sie alle in die Nähe. Du machst ihn bitte platt. Sollte jetzt ja wohl klappen. Dankeschön. Du gehst auf Teamwork-Modus. Du springst dahin. Muss ich jetzt schon angreifen? Na gut. Kein Problem. Gehst du bitte dahin auf Teamwork? Obwohl, nee, greif erstmal ihn an. Dann greift er den ja zu zweit an. Sehr gut. Jetzt könnten wir uns verwandeln. Dann machen wir das auch mal direkt. Denn dann werden unsere Angriffe stärker. Lights, Camera, Chromatize! Jetzt nochmal neu am Zug. Nee. Natürlich nicht. Das wäre auch unfair, klar. Ich muss noch ein Team-Akrobatik-Manöver ausführen. Das machen wir, indem du dorthin gehst. Teamwork. Du springst bitte dahin, dann haben wir das Akrobatik-Manöver. Und sobald wir uns verwandelt haben in unsere, ja, in unsere Spandex-Anzüge, können wir dann auch unsere Waffen einsetzen. Hier zum Beispiel das Schwert. Ihn direkt angreifen. Oh.
Oh, okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Kein Problem. Geh dahin und dann präsentieren wir das Schwert nochmal. Dazu haben sie auch teilweise verschiedene Fähigkeiten. Zum Beispiel hier der Rote. Wer ist nochmal der Rote? Der Rote ist Mr. Venom, ne? Der hätte jetzt ein Seil gehabt, damit hätte er den Gegner ranziehen können. Und wer ist jetzt an der Reihe? Perudo, der hat zum Beispiel einen Multischuss. Können wir direkt mal ausprobieren. Oder kommt er noch nicht so nah ran? Naja, ist egal. Werden wir sicherlich gleich noch sehen. Perfekt. Alle Regieanweisungen erfüllt. Nach dem Sieg über die Aliens überlegten die Helden, was sie als nächstes zu tun sei. Als eine fiese Gestalt erschien. Starker Auftritt, Ampelmagus. Das wird super, weiter so. Ampelmagus. Chroma Squad, warum stört ihr unseren Besuch im Labor? Das werdet ihr büßen. Aber nicht jetzt. Euch hole ich mir später. Was hast du in dem Labor gemacht? Geht euch nichts an. Wow, wer war der Typ mit der Ampel? Und wo ist der hin? Warte mal, Master of Survival, schauspielerst du oder hast du den Faden verloren? Oh Mann, Mr. Guru, ich schauspielere. Weiter im Text. Okay, ich weiß nicht, Master of Survival. Ich kann ihn mit meinem Scanner nicht verfolgen. Das Monster kann jederzeit wieder zuschlagen. Vielleicht weiß Cerebro, was zu tun ist. Du hast recht, Pinkhead. Gehen wir zu Cerebro. Cooler Effekt. Chroma Squad geht zu Cerebros Gemach. Gemach? Sie kommen mit einem glorreichen Teleporteffekt an. Wow, Perudo. Hätte nie gedacht, dass du es im Hintergrund mit dem Greenscreen so toll hinkriegst. Ich auch nicht. Ist besser als der, den ich erstellt habe. Umso besser für uns, was? Nachdem sie Cerebro die Lage erklärt haben. Warum sind sie so scharf auf diese Forschungsergebnisse, Cerebro? Sie hoffen, mit ihrer Hilfe das Zeitreisen zu erlernen. Eine solche Macht sollte niemand besitzen. Kehrt jetzt dorthin zurück. Ich spüre eine neue Gefahr. Diese Cerebro-Maschine ist echt beeindruckend. Chroma Squad kehren zurück. Der Teleport-Effekt ist noch nicht startbereit. Noch nicht bereit. Rennt einfach zum Set. Ja, es kann sich nicht unendlich hin und her teleportieren. So ist es nun mal. Es müsste eigentlich der Endkampf kommen. Der zweite Teil der Folge. Wo sind die Monster? Ich will endlich meine Posen ausprobieren. Was für ein Endboss. Ich bin zu spät. Wie weit seid ihr mit der Folge? Zu weit. Du bist sowas von spät dran. Boxende Box. Das ist der Endboss. Boxende Box. Sorry, soll nicht wieder vorkommen. Zurück zum Drehbuch. Ich falte dich zusammen. Sei doch kein Langweiler. Master of Survival. Schergen, zu mir! Zu Diensten, Boss. Passt auf! Regieanweisung klar, den Boss besiegen mit einem Finishing-Move und alle Schergen vorher besiegen, bevor wir den Boss angreifen. Dann werden wir das auch tun. Was haben wir denn hier für eine Fähigkeit? Betäubende Pose. Also, betäubt angrenzende Schergen und macht angrenzende Bosse benommen. Okay. Du mal dein und setz bitte dein Schwert ein. Je schneller wir die besiegen, desto besser. Kannst du den ranziehen? Ja, du kannst den ranziehen. Dann mach das mal. Eagle Lasso! Und du darfst ihn sogar noch angreifen. Dann mach das bitte auch mit deinem Schwert. Das war doch praktisch. Sehr schön. Das war gut. Kommst du mit deinem Dreifachschuss zu dem hin? Nee, anscheinend nicht. Dann bleib einfach da stehen. Heilen brauchen wir auch nicht. Du darfst aber trotzdem da hochspringen. Ui! Ja, heilen brauchst du nicht. Geh in Teamwork.
Das war klar, dass der noch angreifen konnte. Wie gesagt, die Box sollten wir jetzt erstmal ignorieren, bevor wir die angreifen. Konterangriff nicht so gut. Greif bitte ihn da hinten an. Venom geht auf ihn. Oh, Knete haben wir bekommen. Knete! Knete ist immer gut. Ah, sehr schön. Jetzt greifen wir am besten erstmal den Boss an, bevor wir den Finishing Move ausführen. Das wäre sonst zu früh. Ein bisschen kämpfen müssen wir gegen ihn. Jetzt dürfen wir ihn finishen. Okay. Ich greife ihn trotzdem noch an. Multischuss. Ein bisschen blöd, dass er jetzt nach hinten wieder geschoben wurde. Okay, jetzt können wir ihn finishen. Das sollte problemlos möglich sein. Bitte dahin. Teamwork. Bis dahin. Teamwork. Genau. Das passt. Noch einen nach vorne ziehen. Teamwork. Und Pinkip dann bitte den entscheidenden Angriff ausführen. Chroma Power! Sehr schön. Ein Gott, wie ich die Regieanweisung befolge. Pure Wahnsinn. Ja, pure Wahnsinn. Ah, ich wurde recycelt. Ja, du siehst auch ziemlich zerbeult aus jetzt. Aber was ist mit dem Ampelmagus? Monster geben nie nach dem ersten Versuch auf. Der kommt schon noch, Mr. Guru. Wer ist er denn? Hey, keine Aufnahmen vom Set. Und wenn er zurückkehrt, werden wir ihn aufhalten. Fortsetzung folgt. Gut gemacht, Leute. Diese Folge sollte gut bei den Fans ankommen. Ja, das werden wir jetzt sehen. Gut, 2800 wären möglich gewesen. Schöne Materialien haben wir dazu bekommen. Und natürlich gut Fans dazu gewonnen. Sehr schön. Ah, Geld. So langsam kommt's. 96 neue Fans. Was ist auf Twitter los? Guter Anfang. Hoffe, die Serie wird noch lange fortgesetzt. Wer Chroma Squad noch nicht gesehen hat, sollte es tun. Es ist unglaublich, schreibt Will Morris. Das war perfekt. Chroma Squad, Hashtag natürlich. Und die neue Staffel, ein weiterer Schritt in Richtung 6 Staffeln und ein Kinofilm. Ja, schauen wir mal. Vielleicht machen wir doch noch einen Kinofilm. Gut. Jetzt müsste eigentlich genau hier das fertigen. Kombiniere Materialien, um neue Ausrüstung und Objekte zu erhalten, dazu kommen. Ist es auch. Wunderbar. Gut, nächste Episode geht's noch weiter mit der zweiten Episode und dann schauen wir uns an das Fertigen, was wir so herstellen können. Denn selbst herstellen ist natürlich billiger, als im Shop einzukaufen. Das ist ja ganz klar. Das war's für heute mit Chroma Squad. Bedanke mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, während unsere Schauspieler im Hintergrund Spaß haben. Also, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.